Mein Kollege Laurenz hat vor ein paar Tagen zwei Videos veröffentlicht, in denen er die Unterschiede und Anwendungsfälle für Unsupervised Machine Learning auf der einen Seite und Supervised Machine Learning auf der anderen Seite darstellt. Das Ganze möchte ich jetzt mal etwas konkreter machen und zu dem Zweck werden wir uns einen konkreten Marketing Use Case aus dem Einzelhandel anschauen und ein Python-Skript durcharbeiten, indem wir ganz konkret eine Kundensegmentierung vornehmen und sehen, wie Unsupervised Machine Learning in der Praxis angewandt werden kann und welchen Nutzen man davon hat. Dann steigen wir mal direkt in den Code ein. Zum größten Teil sind das Codebeispiele, die ihr auch in einem Blogartikel auf unserer Seite findet, zum Thema Kundensegmentierung. Was wir hier als erstes machen, ist die Daten der Kunden einzulesen. Die Datei heißt mallcustomers.csv und es stellt die Kundendaten eines Einkaufszentrums, einer Mall dar. Diese Mall hat wohl ein Kundenkartenprogramm und kann deshalb einige Daten über ihre Kunden erfassen, Alter, Geschlecht und die Kaufaktivität der Kunden. Wir lesen die Daten mal ein und lassen uns die ersten Zeilen ausgeben. Und wir sehen, was wir so haben. Wir kennen das Geschlecht der Kunden, wir kennen das Alter der Kunden, wir kennen das Jahreseinkommen in 1000 Dollar. Interessante Information für ein Kundenkartenprogramm, aber nehmen wir mal so an. Und ein Spending Score auf einer Skala von 1 bis 100, der bewertet, wie viel die Kunden in der Mall ausgeben. Und was jetzt unser Szenario ist, die Marketingabteilung des Kaufhauses möchte spezifische Marketingkampagnen entwickeln, die sich einerseits an die besonders guten, ausgabefreudigen Kunden richten, aber auch an andere Kundengruppen gezielt ansprechen sollen. Und die Annahme ist, es gibt halt nicht einen Durchschnittskunden, sondern es gibt sehr unterschiedliche Arten von Kunden, die sich durch gewisse Merkmale auszeichnen und die man auch verstehen kann und spezifisch marketingtechnisch ansprechen. So eine Art Personas, nur dass das Ganze tatsächlich auf den echten Daten der Kunden beruht. Bevor wir damit loslegen, fangen wir erstmal an, die Daten uns ein bisschen zu visualisieren. Erstmal die Customer-ID, Kunden-ID, da steckt keine Information über die Kunden drin, die können wir löschen. Und wir schauen uns mal die Altersverteilung der Kunden an. Also wir sehen, es gibt viele junge Kunden um 30 herum, genau, aber noch keine klare Einteilung in eine ältere Gruppe oder eine jüngere Gruppe. Das gleiche können wir uns auch mal für die Variable Geschlecht angucken. Da sehen wir, wir haben etwas mehr Frauen als Männer in diesem Datensatz. Als nächstes teilen wir die Kunden einmal in Altersgruppen ein und schauen uns, ob wir da eine klare Unterteilung finden. Ja, wir sehen, wir haben recht viele Kunden zwischen 26 und 35 und sonst eine recht gleichmäßige Verteilung über diese klassischen Altersgruppen. Was als nächstes sehr interessant ist, ist der Spending Score. Auch hier teilen wir das Ganze mal in fünf verschiedene Gruppen auf und plotten uns das und sehen, wir haben sehr viele Kunden mit einem durchschnittlichen Spending Score. Wir haben einige mit einem Score 61 bis 80, einige 81 bis 100. Aber eine sehr große Gruppe, die im Mittelmaß liegt. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Verteilung des Jahreseinkommens an. Hier sehen wir, wir haben eine ziemlich große Gruppe mit einem durchschnittgroßen Einkommen. Das untere Mittelfeld ist auch recht groß. Und einige Ausreißer, die durchaus ziemlich weit nach oben gehen. Das sind alles schöne Unterteilungen. So weiß man, so sind die Einkommen verteilt. Das sagt uns aber alles noch nicht, was ist eine typische Kundengruppe? Zum Beispiel junge Frauen mit viel Geld oder ältere Herren mit wenig Geld, die trotzdem viel ausgeben. Und während man das bei einigen Variablen noch durch die Daten anschauen, durch Visualisierung ganz gut herausfinden kann, wird bei größeren, höherdimensionalen, komplexen Daten irgendwann sehr schwierig. Spätestens da muss man dann auf Machine Learning zurückgreifen. Und zwar konkret auf Unsupervised Machine Learning. Die Herausforderung ist jetzt hier, die Kunden möglichst gut in eine Zahl von disjunkten Clustern zu unterteilen, die
innerhalb der Cluster möglichst ähnlich sein sollen und wo aber zwischen den Clustern sich die Kunden möglichst stark unterscheiden sollen. Die richtige Anzahl der Cluster wissen wir im Vorhinein nicht. Wie gehen wir da jetzt vor? Als erstes ist es wichtig, die Variablen, die wir nutzen, zu skalieren. Denn wenn man zum Beispiel das Alter auf einer Skala von 0 bis 100 hat und eine andere Variable auf einer Skala von 0 bis 1, dann sind das sehr unterschiedliche Größenordnungen. Und da für die Unterschiede zwischen den Punkten eine euklidische Distanz berechnet wird, ist es wichtig, dass alle Variablen, die man betrachten möchte, in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Da gibt es im sklearn den Standardscaler, den wir hier benutzen. Und den wenden wir an, und zwar auf die Parameter, die wir tatsächlich zum Clustering nutzen wollen. Was uns hauptsächlich hier interessiert, sind die wirtschaftlichen Variablen, also das jährliche Einkommen und der Spending Score. Und deshalb habe ich jetzt hier mal entschieden, dass ich das Clustering, das Automatisierte, nur auf diesen zwei Variablen durchführen will. Wir nehmen also das Jahreseinkommen, den Spending Score unserer Kunden und skalieren den so, dass es beide mit dem Standardscaler normal verteilt sind. Und mit diesen vorbearbeiteten Daten können wir jetzt einen K-Means-Cluster-Algorithmus auf die Daten anwenden. Was genau der K-Means-Algorithmus tut, das können wir uns in einem anderen Zusammenhang noch einmal genauer angucken. Erst einmal ist das nur eine Methode, um die Daten in möglichst innerhalb homogene und außerhalb des Clusters heterogene Gruppen zu unterteilen. Aber wir wissen nicht, was ist die richtige Anzahl von Clustern. Eine gute Lösung ist es, einfach zu probieren. Wir probieren verschiedene Parameter K durch. K gibt die Anzahl der Cluster, die fest vorgegeben ist für diesen Algorithmus, an. Und wir plotten dann berechnen dann die bestmögliche Clusterung für jeweils K, für jeweils diesen Parameter K, und rechnen dann die Within-Cluster-Sum-of-Squares aus. Das heißt, die durchschnittliche quadratische Abweichung der einzelnen Mitglieder des Clusters zum Cluster-Mittelpunkt. Das machen wir mal für die gesamte Range von 1 bis 11 Clustern, plotten uns die BCSS an und sehen, je mehr Cluster man nutzt, desto geringer, desto besser können natürlich sich die Cluster an die einzelnen Kunden anpassen. Und eine klassische Methode, um dann die beste Zahl an Clustern auszuwählen, man möchte ja nicht unendlich viele Cluster haben, dann ist die Aussagekraft ja beschränkt, benutzt man die sogenannte Ellenbogenmethode, die hier bei dieser Within Cluster Sum of Squares guckt, wo macht diese Kurve im Grunde einen Knick, ab wo der Gewinn durch zusätzliche Cluster nicht mehr so groß ist. Und hier sieht man das ganz gut bei einem K-Wert von 5. Bei 5 Clustern scheint so der Knick zu sein. Deshalb nehmen wir jetzt 5 Cluster als unsere optimale Clusteranzahl. Genau, was wir dann jetzt im Endeffekt machen, ist, wir geben an, 5 Cluster wollen wir. Nachdem wir uns jetzt für 5 Cluster als die optimale Zahl von Clustern entschieden haben, können wir das noch einmal dem K-Means-Algorithmus geben, diese Anzahl von Clustern, und dann endgültig für unsere gegebenen Daten für jedem einzelnen Kunden ein Clusternummer zuordnen. Diese Clusternummer speichern wir dann in den Ursprungsdaten als Label. Und nachdem wir die Daten jetzt so gewissen Clustern zugeordnet haben, ist es natürlich gut, das Ganze mal zu visualisieren. Wir schauen uns das Ganze mal auf der Ebene des Jahreseinkommens und des Spending Scores an, da das die wichtigsten Variablen sind. Plotten nochmal das Alter in einem dreidimensionalen Plot dagegen. Und sehen jetzt hier die Verteilung aller unserer Kunden, und die Färbung gibt uns an, welchem Cluster der Kunde zugeordnet wurde. Wir können hier, es sind künstlich erzeugte Daten, da sieht man ganz besonders schön diese Gruppen. Wir sehen hier eine zentrale Gruppe, die Durchschnittswerte hat. Wir sehen hier links oben eine deutlich abgegrenzte Gruppe mit einem geringen Jahreseinkommen, aber einem hohen Spending Score. Hier links unten ein wenig Einkommen und einen geringen Spending Score.
das gleiche auch für hohe Einkommen. Man sieht relativ, kann ganz gut intuitiv erkennen, wieso 5 Cluster für diese Datenstruktur eine gute Anzahl ist. Und ja, das ist hier visuell noch ganz gut zu erkennen. Bei höherdimensionalen Daten kann das dann eigentlich nur noch ein Algorithmus liefern. So, jetzt haben wir also für unsere Marketingabteilung 5 Cluster definiert. Was bringt das der Abteilung jetzt? Nun, wofür es erstmal gut ist, ist so eine Art Steckbrief zu entwickeln. Zu sagen, es gibt 5 Gruppen und wodurch zeichnen sich die aus? Das machen wir jetzt hier auch mal relativ schnell. Um das machen zu können, wandeln wir erstmal das Geschlecht von einer kategorischen Variable in eine numerische Variable ein. 1, 0, männlich, ja oder nein. Und dann gucken wir uns einmal für jedes Label, für jeden der Cluster, die Durchschnittswerte aller Variablen an. Also genau, hier sehen wir zum Beispiel, unser Cluster Nummer 0 hat 40% Männer, ist durchschnittlich jünger als alle anderen Cluster, 25 Jahre alt, hat ein geringes Einkommen, aber gibt viel aus. So, und jetzt kann die Marketingabteilung sagen, gut, wir kennen also jetzt diese Gruppe, wir wissen, dass die Gruppe, die zwar nicht viel Geld hat, aber bereit ist, viel auszugeben, und um die zu motivieren und da die richtigen Produkte anzubieten, müssen wir beachten, dass das relativ junge Leute sind und nur zu 40% Männer. Und genau das kann man sich jetzt auch bei den anderen Segmenten angucken, bei den Durchschnittskunden, hier zum Beispiel bei den wohlhabenden und viel Geld ausgebenden Kunden, die auch eher jünger sind, aber nicht ganz so jung wie die, die nicht viel Geld haben und viel ausgeben. Genau. Und all das unter einem echten Marketing-Kontext hätte man natürlich noch viel mehr Informationen über diese Kunden, kann einen dazu bringen, einen vernünftigen Steckbrief dieser Marktsegmente oder Kundensegmente für die Marketingabteilung zu definieren. Ganz gut sind dabei auch immer aussagekräftige Labels. Ich würde jetzt vielleicht etwas augenzwinkernd diesen Clustern mal ein paar Namen geben. Den ersten Cluster nenne ich mal die Hedonisten. Das sind die, die zwar nicht viel Geld haben, aber viel ausgeben. Die in der Mitte, offensichtlich die Normalos. Hier rechts, wohlhabende Kunden, die wenig ausgeben. Die Dagobert Ducks. Die Kirchenmäuse haben wenig Geld und geben wenig aus. Und die Big Spender sind natürlich unsere Kunden, die viel ausgeben und es sich auch leisten können. Und für all diese Kunden kann man sich eigene Marketingkonzepte überlegen. Wir können jetzt mit diesen Labels die unsere gleiche Grafik nochmal plotten und sehen jetzt hier direkt dargestellt, blau sind unsere Hedonisten, lila unsere Big Spender und so weiter. Und das ist dann auch eine gute Visualisierung, die eine Marketingabteilung verwenden kann, um zu sehen, wo befinden sich unsere Personas und wie sehen vielleicht Überschneidungen mit anderen Gruppen aus. Abgesehen von einem einmaligen Verständnis der Kunden können diese Visualisierung und diese Eigenschaften dann auch im Laufe der Zeit getrackt werden. Es kann verfolgt werden, wie verhalten sich die Kunden in diesen Clustern im Laufe der Zeit, wandern sie vielleicht von einem Cluster in einen anderen Cluster oder bewegt sich sogar der gesamte Cluster. Und das kann den Marketing sehr helfen, zu verstehen, wie sich einzelne Kunden im Laufe ihres Lebens entwickeln oder auch, wie sich die Gesamtkundengruppen entwickeln und ob es da möglicherweise gefährliche Trends gibt. Man wird natürlich versuchen, alle Kunden von einem niedrigen Spending Score zu einem höheren Spending Score zu bewegen und mit einem kontinuierlichen Monitoring kann man dann auch im Laufe der Zeit gut bewerten, wie gut die Marketingstrategien auf diesen verschiedenen Kundensegmenten funktionieren. Damit haben wir heute 3 Dinge gesehen. Erstens, in welchem Zusammenhang, hier Marketing, ist anzubeweist Machine Learning sinnvoll und kann, wie hier durch eine Kundensegmentierung, konkrete Business-Probleme lösen. Zweitens, wie geht man tatsächlich dabei vor? Wie entscheidet man sich für optimale Parameter, in diesem Fall für die Anzahl der Cluster des K-Means? Und drittens, wie können die daraus gewonnenen Erkenntnisse zurück ins Business gespielt werden und in diesem Fall der Marketingabteilung beim Konzipieren von Marketingstrategien oder auch bei der kontinuierlichen Monitoren und Bewertung der Kundenqualität oder der Kundenstrategie helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert doch gerne unseren Kanal. Auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste Mal.